Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Age Inquisition. Ich hoffe, euch hat die gestrige Session von Mass Effect und von Far Cry Primal gefallen. Ihr könnt mir gerne Feedback dalassen. Wir sind hier stehen geblieben auf dieser scheiß Küsteninsel. Warte mal, irgendwie müssen wir helfen können. Können hier nicht einfach machen, was sie wollen. Würde ich einfach mal so behaupten. Auch wenn wir schon ziemlich angedamaged worden, würde ich sagen, dass wir easy going hier mit denen fertig werden. Ja, im letzten Part hatte ich eine kleine Auseinandersetzung mit einer Asteria, die also mit diesen scheiß Nebenquests da, die es teilweise hier gibt. Oh nö, nicht so ein großes Ding. Bitte nicht. Das darf nicht sein. Definitiv nicht. Ha. Los, geht auf diese Scheiße. Los. Haut einfach alle drauf. Dankeschön. Umso mehr hier sind, umso besser. Ja, super. Ja. Das war auf jeden Fall produktive Arbeit. Und jetzt noch zu dir, mein Freund. Tja, das war's, Freundchen. Der Rest gehört jetzt uns. Bom. Ja, was machen wir heute? Heute wollen wir ja den grauen Wächter beseitigen. Oder besser gesagt, bei uns anwerben, je nachdem wie er uns gesonnt, also gesonnen ist. So, Scherben an der Küste, nö, Risse an der Küste, genau. Dann gehen wir jetzt hier zum Lager hin und kommen dann easy freezy, sobald wir hier irgendwie rauskommen. Zum nächsten Riss, sofern er nicht auf dem Berg liegt. Ja. Okay. Wo muss ich dahin? Ich würde mal sagen, einfach dem Ufer entlang. Och nö. Was ist denn das für ein Vieh? Nee. Ich speichere mal hier ab. Nö. Nö. Hier kann man nicht speichern. Hier kann man nicht speichern. Gefährlicher Ort. Ohne Moment, die. Warum kann ich nicht? Hä? Von wem werde ich angegriffen? Ich sehe nichts. Kann ich hier speichern? Hallo? Einfach speichern, mein Freund. Ist mir egal, auch wenn ich bis nach Amerika zurückreisen muss. Danke. Meine Fresse, ey. Wo sind wir denn hier gelandet? Ja, wisst ihr, ich mag nicht von dem zerfleischt werden. Wir haben keine Chance gegen den. Der wird uns einfach mal zerreißen. Ach so, die sind wieder am Kämpfen. Dann ist ja alles in Ordnung, Freunde. Dann ist ja alles in Ordnung. Nö, nö, nö. Nicht gegen mich kämpfen, das ist böse. Nein, nein, hier hoch. Und dann hier ganz gemütlich drüber laufen. Ah, hier hat sogar wieder einen Weg. Sehr nice. Ach, dort ist der Riss. Okay. Kein Thema. Wenn die meinen, die können von mir aus dort weiter fighten, bis sie grün und blau sind. Du kleiner Monarch, kommst gar nicht in meiner Nähe. Bitte hier. Dankeschön.
da ziemlich viele hier sind, bekommt ihr auch ziemlich viel Damage. Dankeschön. Hallo. Nein. Treffen ist böse. Das heißt, geht mal liegen. Hm, Schreckenskrallen. Auch nicht schlecht. Was bist denn du? Hm? Tja. Bitte nächste Welle. Ich bin schon tierisch gespannt, was jetzt kommt. Sicher wieder einfach nur alles in Massen hier. Aber okay. Wenn die unbedingt meinen, sie müssen das so machen, dann gehen wir in die direkte Fahrt in die Hölle, ne? Auch du bekommst die direkte Fahrt in die Hölle. So, ich möchte auch diesen Riss gerne schließen. Dann können wir uns nämlich von hier verpieseln. So. Ui. Aber es sieht cool aus, muss ich schon sagen. Scherben der Küste. Es. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber läuft bei uns. Da wir gerade hier in der Nähe sind, gucken wir uns das doch mal an. Quest abgeschlossen. Sehr schön. So muss das. Aha. Ach so, dort hat es einen Höhleneingang und dann können wir dort durch. Ey, wie die dort am Kämpfen sind, die kleinen Pappnasen. Ach so, dort ist noch was Relevantes. Ja, ist okay. Läuft bei dem auf jeden Fall. Ich interessiere mich jetzt eher, wie es weitergeht. Ansonsten, das heißt, wir müssen Hüttenkoller erkundet die Farbbruch einen Weg in. Finden Sie den Schlüssel zur Hütte? Ja, gut, den finde ich vielleicht erst später. Na? Ich guck mich mal hier noch ein wenig um. Der Bau. Eben. Vielleicht müssen wir erst das hier öffnen, bevor wir weiterkommen. Und das hier. Also, nee, sorry. Das hier öffnen, bevor wir hier hinkommen. Ist schade, ne? Dass wir nicht alles direkt. Ja, bereisen können. So. Schwarze Emporium brauchen wir nicht. Ja, komm. Benutze die die Hofverzauberin. Vivienne wäre die erste Verzauberin in Montzimacht. Hat eine Einladung zu ihrem Empfang in Chateau von Herzog Bastien Cisalain ausgesprochen. Benutze die Welkheit, um am Empfang teilzunehmen. Naja, nee. Eigentlich nicht. Haven, ist das normal? Ach so, ja, da sind wir. Der einsame Wächter, okay. Wächter am Fluss. Na dann. Ja, ich habe euch ja gesagt, wir machen in diesem Part erst den grauen Wächter. Und dem ist auch so. Und ja, ich werde diesmal nach 20 Minuten praktisch aufhören. Also länger als 30 wird es auf jeden Fall nicht. Weil ihr das letzte Mal eine Stunde hattet. Und ich denke mir, die meisten gucken sich das eh nicht an. Von daher bleibe ich lieber 20 bis 30 Minuten Part. Ne? Sofern ich kann. Ich kann nicht bei jedem Game mal sagen, ja komm, ich mach nur 20 Minuten Part. Geht leider einfach nicht. Und wann ist mal fertig geladen? Dankeschön. Dankeschön. Nö, bitte noch anvisieren. Nicht so. Dankeschön. Wie kommt man hier durch? Ich glaube, wenn man hier so rumgeht. Hi, Ziege. Dich brauche ich definitiv nicht.
Ja, nö, nee, die kann hier einfach mal hoch und ich nicht. Wo ist da die Fairness? Selbst die kommen hoch. So. Na dann mache ich so. Freunde. Ist mir egal. Wozu hat man denn seine Freunde? Seid ihr alle oben? So. Jetzt bin ich wieder ich selbst. Gefällt mir. Blutlotus können wir auf jeden Fall gebrauchen. Brauchen wir definitiv später. Ich sage euch nur etwas zum schwarzen Emporion. Ihr solltet das euch dringend zulegen. Für später, wenn ihr seltene Sachen braucht. Ihr kriegt alles bei dem praktisch. Und ja. So müsst ihr nicht immer rumrennen und die Zutaten einsammeln. Ihr müsst ihm einfach nur Kohle geben und dann passt das schon. Aber ja, ist halt nicht. Oh, da ist er. Blackwall. Okay. Naja. Dann machen wir hier mal uns an die Arbeit. Und wollen nicht mehr von anderem Scheiß quasseln, weiß. Wie der aussieht. Bleibt konzentriert. Sie sollen wissen, mit wem Sie es zu tun haben. So habe ich ihn gar nicht mehr in Erinnerung. Aber okay. Denkt daran, ihr tragt Schilde, um standzuhalten, nicht um euch zu verstecken. Haltet sie auch so. Blackwall? Wächter Blackwall? Ihr seid kein... Woher kennt ihr meinen Namen? Wer... Oh! Das muss warten. Jetzt sind erstmal diese Idioten dran. Definitiv. Da sind sie. Oh Mann, wir helfen mal kurz. Ist wohl das Beste, wenn wir helfen. Aber okay. Ja, während der Cutscene war es besser auf jeden Fall. So kannte ich ihn wieder. Aber mit dieser Scheißrüstung nicht wirklich. Schwachköpfe! Das war gute Arbeit, Rekruten. Auch wenn das hier nicht hätte passieren dürfen. Sie hätten... Nun, niemand hat sie gezwungen, als Diebe zu leben. Holt euch zurück, was sie euch gestohlen haben. Geht wieder nach Hause. Ihr habt euch von ihnen befreit. Ihr seid kein Bauer. Woher kennt ihr meinen Namen? Wer seid ihr? Ich kenne euren Namen, weil ich ein Vertreter der Inquisition bin. Ich untersuche, ob das Verschwinden der Wächter irgendetwas mit der Ermordung der Göttlichen zu tun hat. Was? Die Wächter und die Göttliche? Das kann nicht... Nein, ihr fragt. Also wisst ihr es nicht sicher. Zunächst mal, ich wusste nicht, dass sie verschwunden sind. Aber das ist nicht ungewöhnlich. Keine Verderbnis, keine Wächter, richtig? Doch eines weiß ich. Ein Wächter hat die Göttliche nicht getötet. Politik ist nicht unsere Aufgabe. Ich beschuldige niemanden. Zumindest noch nicht. Ich brauche nur Informationen. Ich konnte nur euch finden. Wo ist der Rest? Ich habe seit Monaten keine anderen Wächter mehr gesehen. Ich reise allein und suche nach neuen Rekruten. Da der Erzdämon seit einem Jahrzehnt tot ist, gibt es kaum Freiwillige. Und ohne Verderbnis besteht auch keine Veranlassung zur Konskription. Es gibt Verträge, die es uns Wächtern erlauben, uns zu nehmen, was und wen wir brauchen. Also habe ich hier die Opfer dieser Idioten verpflichtet. Sie mussten tun, was ich sagte. Also habe ich ihnen befohlen, sich zu wehren. Nächstes Mal brauchen sie mich nicht mehr. Graue Wächter können einen inspirieren und zu etwas Besserem machen, als man es je für möglich gehalten hätte. Ich wusste nicht, dass sich die Wächter nehmen können, was sie wollen. Es ist kompliziert. Bei einer Verderbnis müssen alle den Kampf gegen sie unterstützen. Die Verträge sind uralt. Ob sie allerdings auch in Zeiten ohne Verderbnis gelten, ist vor allem eine Frage der Überzeugungskraft. Habt ihr irgendeine Idee, wo die anderen Wächter sein könnten? Sie sind vielleicht in unsere Festung in Weißhaupt zurückgekehrt.
Sie liegt weit im Norden, in Anderfels. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie alle auf einmal verschwinden sollten, geschweige denn, wohin. Warum seid ihr nicht auch verschwunden? Nun, vielleicht geschieht das ja noch. Vielleicht gibt es aber auch neue Anweisungen. Und der Bote hat mich einfach nicht gefunden. Als Rekrutierer bin ich oft Monate oder Jahre allein unterwegs. Es war mir eine Freude, Wächter Blackwall, aber das hilft uns leider nicht weiter. Moment mal. Ihr sagtet, ihr wärt ein Vertreter der Inquisition? Die Göttliche ist tot und der Himmel aufgerissen. Auch wenn wir nichts damit zu tun haben, sollten wir bei derartigen Ereignissen zumindest hier sein. Wenn ihr die Dinge wieder in Ordnung bringen wollt, braucht ihr vielleicht einen Wächter. Ihr braucht mich. Die Inquisition braucht jede Hilfe, die sie bekommen kann. Aber was könnte ein grauer Wächter schon tun? Die verdammte Welt retten, wenn nötig. Hör zu, ich habe vielleicht keine große Erfahrung damit, Dämonen aus dem Himmel zu bekämpfen. Aber wer hat die schon? Und vergesst nicht die Verträge. Das hier ist vielleicht keine Verderbnis, aber es sind verdammt dunkle Zeiten. Einige werden sie einhalten. Ein Wächter genießt bei vielen großes Ansehen. Wächter Blackwall, die Inquisition nimmt euer Angebot an. Das freut mich. Wir beide wollen wissen, was hier vor sich geht. Vielleicht war ich schon zu lange allein. Ich werde der Inquisition beistehen. Okay, Freunde. Somit hätten wir noch einen Gefährten, und zwar den Krieger Blackwall. Also da finde ich den Style schon besser. Ich finde nur, sie haben das ein wenig comicartiger gehalten, als sie es hätten müssen. Ja, gut. Die beiden hätten wir jetzt. Was machen wir? Wir bleiben auf jeden Fall noch hier. Gehen in diesem Fall noch hier hin. Mal ganz straight. Weil wir das können. Und nehmen das nächste Landgut in Besitz für die Inquisition. Würde ich mal sagen. Oh yeah. Die Tiere der Strahlachs-Sage, aber Mutter, jeder, der sich das durchlesen möchte, kann das gerne wieder tun. Aber ich bin mal wieder weg, würde ich sagen. Ja gut. Risse sind wir hier noch nicht durch. Ja, sind wir definitiv nicht. Da sind wir einmal ja verreckt. Ja, stimmt. Jetzt, wo ich mich so daran erinnere, das letzte Mal wurden wir ziemlich zerfickt dort hinten. So, hammerhässliche. Deswegen werde ich hier mal wieder speichern. Diesmal sind wir wenigstens nicht mehr an der Sturmküste. Endlich mal wieder was Geileres. Wir werden hier hingehen, definitiv. Ich aktiviere immer leichtsinnig meine Fähigkeiten. Meine Fresse. Ja, ich komme immer auf Kreis oder Viereck. Keine Ahnung. Oder Dreieck. Na gut. Fangen wir an. Noch nicht. Hier in den Hinterlanden kann man sehr gut hier speichern. Oder sogar noch näher. Finde ich interessant. Weil... Oh. Jetzt habe ich einen dritten Speicherstand angelegt. Yay. Ist ja auch in Ahnung. Passt. Höhle des alten Simeon. Ja, jetzt haben sie keinen Totenkopf mehr. Jetzt sind wir wohl ebenbürtig, Freunde. So. Viel Spaß, mein guter Herr. Von und zu. Tut's weh? Tut's weh? Ey. Dankeschön. Diesmal sieht es ein wenig besser aus, aber auch nicht wirklich viel besser.
So. Wunderbar. Ach, da oben ist er. Nein, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Böse, böse. Nein. Nein, nein, nein. Nein, wie böse ist das denn? Ich bekomme mal einfach voll eins auf die Fritteuse. Bitte könnt ihr mal alle den Pisser fokussieren. Der geht sowas von auf den Sack. Jetzt geht der auf den Sack. Wisst ihr, was ich da mache hier gerade? Definitiv. So. Dann mache ich hier weiter. Und dann sollte das auch endlich Geschichte sein. So. Das tut sicherlich weh, aber das muss sein. Und jetzt einfach nicht treffen lassen. Nein, das ist böse. Lasst mich einfach. Dankeschön. Ich gebe euch Schwuchtelhelfer von hinten. Danke. Und jetzt haben wir sie noch ein wenig geschwächt. Und ich glaube, das war es gleich. Ne? Ja. Das war es definitiv. Mit diesem Riss im Nichts. Boom. Dankeschön. Fuck the hell. Was ist eigentlich hier noch? Ja. Hier haben wir bei einer Leiche gefundenen Brief. Wenn ihr dies findet, hat die Blutung nicht aufgehört. Meine Familie lebt auf den Höfen von Redcliffe. Der Erbauer segne euch, wenn ihr meine letzten Worte zu ihnen bringen könntet. Ich bin nicht fortgelaufen, habe sie nicht im Stich gelassen. Ich dachte, ich könnte helfen, ich dummer Narr. Und jetzt hänge mir die Gedärme raus. Ein Brief in zittriger Handschrift zusammen mit einem simplen Karte der Höfe von Redcliffe. Oh Mann. Das musste er kommen. Ein Onyxstein nehmen wir auf jeden Fall. Was ist denn da los? Ja, nehmen wir auf jeden Fall alles mal mit. Jupp. Dann haben wir hier auf jeden Fall ordentlich auch noch was geschafft. Mit Scherben, Scherben und da ist auch noch ein Riss. Ja, den werde ich hier auch noch machen und gehe nach Redcliffe noch den Brief abgeben. Ich weiß, ich habe gesagt, es gibt nur 30 Minuten Part oder so. Ich hoffe, das passt rein, ansonsten kann ich auch nichts dafür. Ich möchte euch halt einfach auch ein bisschen Content liefern. Das ist halt auch mein Begehr, Freunde. So. Ring der Kräften oder so. Leuchten der Todeswurzel. Aha. Was hast du hier? Baumwolle. Rüstungswert. Versteckte Verteidigerrüstung. Okay, nehmen wir mal mit. Kann ja nicht so schlecht sein. Aber wie geil das einfach wieder aussieht. Auch wenn ich eigentlich rennen könnte, mache ich's nicht. Also wisst ihr mit hey, deinem Solis, Tier. Schlappohr, sagt mal was. Verzeihung? Mann, alter Spielverderber. Ach so, ich müsste von oben hin. Okay. Ist kein Thema. Ist gerade nicht mein Problem. Ich muss ja nicht dadurch. Da waren wir schon mal.
mit meinem anderen Headset und mit etwas weniger guten Quali, ne? Was Ton angeht, was die auch so erzählen. Hier hört ihr wenigstens alles. Elfenwurzel, okay. Nicht schlecht. Hey, ein Bär, ist klar. Ist klar, mein Freund. Ach, du willst es wirklich wissen, Freundchen. So. Jo, gut, ich bin geschützt. Das finde ich sehr cool. Dann können wir ihn auch noch ein bisschen verbrennen. Das wird ihm auch noch ordentlich zusetzen. Bitte lasst euch nicht umbringen von diesem kleinen Pisser. Dankeschön. Aber das Bärenfell oder so, was der liegen lässt, würde ich gerne mit aufnehmen. Fennekfell? Okay. Dort ist... Nein. Akzeptiere ich nicht. Jetzt kann ich den einen Spielstand löschen. Dankeschön. Und hier wieder rein. So, sorry, aber das muss sein. Ich habe einfach zu viel Schiss vor diesen Rissen im Nichts teilweise. Denn wenn die mit den Magiern kommen, haben wir sowas von verschissen. So. Was? Du bist einfach mal durchgelaufen, der Freund. Was ist denn bei dem verkehrt? Weißt du, dass das Mana kostet? Ey, Alter. Und der bekommt nicht mal Damage, der kleine Bastard. Ach so. Weißt du was? Stirb hier, friss. Der andere hat ja keine Fernkampfattacke bis auf diesen Feuersturm. Und das ist nicht gerade viel. So, komm. Kommt her, ey. Hier, fresst. Jungs, fresst. Einfach nur fressen. Ich finde, teilweise ist es echt übertrieben, was die an Damage reinhauen könnten oder machen. Ja, ist ja auch logisch, wir sind hier am Werk. Was hast du denn gedacht? So. Ja, dann sollt ihr verwundet sein, wir sind fast fertig. Tschüssi, mein Freund. Und auch dieser Riss gehört uns, Freunde. Bei 28 Minuten. Und wir sind auf Level 10, Freunde. Wir gehen noch schnell kurz dahin. Und können hier vielleicht noch was mit abstauben. Geralt again hat Stufe 10 erreicht. Sehr cool. Und was ist hier? Karte einer Ackerlandhöhle. Okay. Ist auf jeden Fall genehm, definitiv. Jetzt gehen wir noch hier zurück. Es erkundet das Größte, was einfach das Bestmögliche. Was ist eigentlich das? Ach so. Ja, genau, das Hauptziel. Ist kein Thema. Schämen den Hinterlanden, bring den Brief dorthin. Okay. Machen wir auf jeden Fall jetzt noch. Ist sicher eine kurze Quest, von daher passt das sehr gut noch hier rein. In die 30 Minuten. Plus minus. Ja, seht ihr, also können wir hier schon fertig machen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part bei Vivienne wieder. Tüdel!